Kitas und Schulen öffnen langsam wieder. Am Montag oder spätestens gestern war es auch in Duisburg soweit. Doch trotzdem, Kinder stehen schon jetzt als die großen Verlierer der Pandemie und der Corona-Politik fest. Da sind sich viele Experten einig. Kinder- und Jugendärzte berichten schon jetzt von einer Zunahme von psychischen Problemen. Und sicher ist auch, dass viele Kinder verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt werden. Der Kinderschutzbund Duisburg hat deshalb mit einer Studentengruppe eine Homepage für Kinder entwickelt. Und die erreicht man seit kurzem unter www.starkmituns-du.de. Bund und in kindgerechter Sprache sollen hier Kinder dazu ermutigt werden, sich Hilfe zu holen. Die Kinder also da abholen, wo sie zurzeit sind, nämlich im Internet. Das ist das Ziel der neuen Homepage, die der Duisburger Kinderschutzbund mit der Studentengruppe UniAktiv entwickelt hat. Und da die Pandemie die Kindheit in vielen Punkten erschwere, bietet die neue Homepage auch eine Animation zum Sportmachen. Kurze Videos namens Fit mit Sophia, Turn mit sollen wenigstens ein bisschen den fehlenden Vereinssport auffangen und zum Bewegen motivieren. Ja, eine Homepage in kindgerechter Sprache. Welche Hoffnungen der Kinderschutzbund Duisburg in diese setzt, darüber spreche ich jetzt mit Gerhild Tobergte, Leiterin des Kinderschutzbunds Duisburg. Hallo Frau Tobergte. Hallo. Wir haben gerade schon kurz gesehen, die Homepage, wie sie aufgebaut ist. Sie versucht eben, Kinder zu erreichen übers Internet. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das gerade in der heutigen Zeit? Eigentlich ist das schon selbsterklärend, denn die Kinder verbringen so viel Zeit im Internet wie nie zuvor. Zwangsläufig auch über die Tatsache, dass sie einfach die schulischen Dinge weitgehend nur übers Internet bekommen. Zum anderen haben sie keine Ausgleichsmöglichkeiten, keinen Austausch mit Altersgenossen oder mit anderen. Also bleibt dann letzten Endes der Bildschirm. Und da wir gar nicht abschätzen können im Moment, wie viele Kinder sexualisierte Gewalt erfahren haben, war das für uns der Anstoß zu sagen, wir müssen Wege schaffen, die den Kindern ermöglichen, eigenständig sich auch Hilfe zu suchen. Und das heißt, das war ein wichtiger Anstoß, ja, der dann zu allen weiteren Überlegungen geführt hat. Ja, einerseits will man eben Kinder darüber erreichen, aber andererseits gerade jetzt auch in Zeiten der Pandemie den Kontakt zu hilfsbedürftigen Kindern überhaupt aufrecht zu erhalten, weil es eben ja gerade nur so möglich ist. Sie haben es gerade schon gesagt, welche Folgen die Pandemie für Kinder hat, das ist immer noch schwer zu sagen. Welche Beobachtungen machen Sie denn aktuell und welche Befürchtungen resultieren auch daraus für Sie? Also ich denke, man muss da zwei Ebenen unterscheiden. Die Beobachtungen, die wir unmittelbar bei dem Kontakt, den wir pflegen können, wir haben teilweise digitalen Kontakt, unsere Sprachpaten arbeiten zum Teil digital, weil wir einen ganzen Teil unserer Kinder mit Tablets ausgerüstet haben. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das erkläre, weil wir die alle so haben konfigurieren müssen, dass die Kinder sich in einem sicheren Raum befinden. Und wir haben in den Osterferien Präsenz, Osterferienwochen gehabt. Und das, was da besonders aufgefallen ist, ist einmal, die Kinder haben einen unwahrscheinlichen Bedarf nach persönlichem Kontakt. Sie haben einen großen Bedarf zu reden. Die Betreuer haben gesagt, die haben einen fast tot geredet. Und das Zweite ist, sie haben einen unendlichen Bewegungsdrang. Also offensichtlich fehlt die Möglichkeit für die kleinen Körper, ne, sich auszupowern. Ne? Und das wäre jetzt die Ebene, die Kinder unmittelbar persönlich betrifft. Die zweite Ebene ist die gesellschaftliche, dass wir uns fragen müssen, was muten wir unseren Kindern für die Zukunft zu? Wir nehmen ihnen mehr oder weniger mindestens ein Jahr Bildung. Und man hat heute schon ausgerechnet, dass allein der erste Lockdown die Kinder bezogen auf ihr Lebenseinkommen durchschnittlich etwa 3% kosten kann. Das bedeutet das Einkommen eines ganzen Lebensjahres. Das sind Sachen, die müssen bedacht werden. Und ich denke, man könnte das noch in den volkswirtschaftlichen Raum weiterführen. Und ich denke, es ist allerhöchste Zeit, dass jetzt Maßnahmen getroffen werden, die den Kindern ermöglichen, wieder richtig in die Schule zu gehen. Aus persönlichen Gründen. Und aber auch aus volkswirtschaftlichen Gründen. Das auch. Und dazu kommt es auch noch, in Duisburg leben auch noch vermehrt arme Familien oder Familien, die in armen Verhältnissen aufwachsen, in armen Verhältnissen leben, wo es vielleicht auch an Deutschkenntnissen mangelt. Was würden Sie sagen, was muss denn dann jetzt passieren? Also gerade ist eben dieses Aufholpaket im Gespräch, beziehungsweise liegt auf dem Tisch die 2 Milliarden Euro. Das sind aber statistisch 150 Euro pro Kind. Das ist es also, was der Bundesregierung der Bildungsausgleich wert ist. Reicht das Ihrer Meinung nach oder was müsste Ihrer Meinung nach passieren?
Also es wäre jetzt natürlich sehr leicht zu sagen, nein, das reicht natürlich nicht. Ich denke, man kann das nicht so generell sagen. Man muss da differenzieren. Es gibt viele Kinder, bei denen das sicherlich nicht oder kaum nötig sein wird, wo auch die Eltern bereit sind, mit einzuspringen. Die Eltern haben ja auch sehr viel in dieser ganzen Zeit geleistet. Nur sagen Sie richtig, es gibt viele Eltern, die können das nicht leisten. Ich denke, ich bin an der Stelle ein bisschen kritischer geworden aus unserer Arbeit heraus. Sie sagen, viele Familien, die kein Deutsch sprechen. Also auch Familien, die kein Deutsch sprechen, können ihren Kindern sagen, geh regelmäßig in die Schule, pass auf in der Schule, mach deine Sachen und frage nach, wenn du was nicht verstehst, lass dir Hilfe geben. Und wir stellen fest, dass das sehr unterschiedlich läuft. Wir haben Familien von Flüchtlingskindern, da sprechen die Eltern kein Deutsch und die sind von uns betreut seit 2015 und bei denen geht es super gut in der Schule, weil wir die auch jetzt in der Pandemiezeit regelmäßig betreut haben. Teils über die Tablets, anfangs über WhatsApp, weil wir keine anderen Möglichkeiten hatten und dann haben wir langsam aufgeholt. Und jetzt läuft es ganz gut und deswegen denke ich, mit dem Geld, das würde ich nicht so geradlinig jetzt umlegen wollen pro Kind. Die Statistik ist immer so eine Sache. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass wir jetzt die Informationen, so wie wir die Impfstoffe ja auch zu diesen Menschen bringen, dass wir jetzt die Informationen mit Nachdruck dahin bringen. Passt auf, ob Schule ist, sagt euren Kindern, sie sollen hingehen. Passt auf, dass die ihre Schularbeiten machen. Die Lehrer sind da sehr kooperativ. Die sind dankbar, wenn die Eltern sich darum kümmern. Was glauben Sie, wie oft ich schon gehört habe, wir brauchen da bei den Eltern gar nichts zu machen. Die kümmern sich eh nicht. Das interessiert die nicht. Wir haben uns Gedanken gemacht, was man für Hilfsmittel geben kann. Und dann höre ich, die Eltern können die Uhr nicht lesen. Die Eltern können gar kein Deutsch. Ich denke, alle, die hier sind, wollen, dass ihre Kinder ein besseres Leben bekommen. Und ein besseres Leben bekommt man in erster Linie darüber, dass man sich die Fähigkeiten eignet, es selber zu schaffen. Und das bemühen wir uns, darum bemühen wir uns bei den Kindern, die bei uns sind. Und ich denke, das müsste man breiter streuen, sodass ich das Geld nicht einfach so auf Kinderköpfe umlegen würde. Und man hört auch raus, Sie nehmen nicht vermehrt die Politik in die Pflicht, sondern eben halt auch die Familien selbst. Die Familien selbst. Wir machen das viel zu wenig hier. Wir machen das viel zu wenig. Wir verlangen den Familien viel zu wenig ab, dass sie sich um die Belange der Kinder kümmern. Das kann man auch in seiner eigenen Landessprache. Und wir haben bei uns die Belege, ne? Wir haben die Erfahrungen. Wir haben Familien, wo das nicht der Fall ist. Und wir haben Familien, wo das der Fall ist. Und ich habe eine Familie im Blick, das sind 6 Kinder, 70 Quadratmeter. 2 Jungs schlafen im Wohnzimmer, 3 Mädchen im Kinderzimmer. Da stehen 3 Betten und ein Schreibtisch. Und dann die Kleinste schläft mit im Schlafzimmer. Und die Kinder sind bei uns und es läuft. Weil die Eltern immer sagen, seht zu. Das sagt ich glaube, das müssen wir einfordern. Frau Tobecki, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke Ihnen aber für die Erfahrungsberichte, gerade noch mal zum Ende hin, dass Sie uns die gegeben haben und bedanke mich für Ihre Zeit. Ja, gern geschehen. Das wird nicht jedem gefallen wahrscheinlich, was ich gesagt habe, aber ich denke, es muss auch mal gesagt werden.